Da hat man nicht mal einen schissenen Tag Ruhe. Warum, ey? Leute. Ja, wer hätte es gedacht, als hätte ich es nicht gecallt. Kaum bin ich mit der Kacke durch. Lädt der Spinner Part Nummer 8 hoch. Ich habe den ganzen Tag schon Nachrichten eilt. Ich war auf Maluchne, ne? Ich bin gerade nach Hause gekommen. Ja, was soll ich sagen? Wir sitzen schon wieder hier. Oh. Ja. Herzlich willkommen bei Protego, das Spiel. Ja, wir machen jetzt gar nicht lange rum, oder? Komm, kriegen wir es hinter uns. 23 Minuten dauert das neueste Machwerk. Ja. Ich habe noch ein paar Fragen ereilt, warum ich hier immer nach oben tippe. Das ist das Mikro, das habe ich gesagt. Das ist ein HyperX Quadcast. Wurde ich auch gefragt. Sonst gab es, glaube ich, nichts. Eigentlich nur Lob, bis auf so einen komischen Kasper, der meint, ich könnte der große Bruder von Rainer sein. Ja, Rainer wäre es wesentlich besser gegangen, hätte er einen großen Bruder wie mich gehabt. Das kann ich euch versichern. Kleine verwirrte Seelen. So, nun. Part 8. Hogwarts. Legacy. Let's play. Blinde. Er nennt es Blinde. Ich glaube, er meint Blind, aber es steht Blinde dran. Vielleicht ist es für Blinde. Man weiß es nicht. Schauen wir mal, ob er heute seinen Levioso-Zauber findet. Und wie er sich weiter durch die Welt von Hogwarts Legacy stümpert. Ich würde sagen, Abfahrt. So, ein herzliches Willkommen beim Drachen. Und das geschnitten. Und das Erste, was kommt, ist das. Oh, es kann nicht wahr sein. Wir müssen jetzt kurz warten, bitte, bis es losgeht. Nächste Aufnahmesession. Nächster Tag. Kann allerdings sein, dass ich dann gleich. Aber warum warten wir mit dir? Warum startest du nicht das Spiel, gehst ins Spiel und startest dann die Aufnahme? Aufstehen muss und mir. Um mir mal ein Zebra rauszuholen. Für meine Nase. Ja, das Weil ich finde ich schon mal eine gute Idee. Mach das mal. verschnupft bin. Hamster Oder war halt immer noch, besser geschnupfelt. gesagt. So. Schnupfelt, du bist Wir sind auf verrotzt. Level 7, wir machen weiter. Und eine Sache möchte ich gleich vorne ansprechen, weil einige Leute darauf wieder bestanden haben, obwohl ich es eigentlich gestern erst in meinem Video gesagt habe. Und zwar Also, wonach suchst du eigentlich? warum ich mir dieses Spiel hier leisten konnte. Leute, ich habe mir dieses Spiel zu Weihnachten gekauft, im Dezember letzten Jahres. Und? Das heißt, das habe ich mir zu einer Zeit gekauft, in der ich. Erstens mal war es zu der Zeit sowieso reduziert, wegen Weihnachten. Und zweitens war es zu dem Zeitpunkt auch so, dass mir das jemand. Nicht, dass es mir jemand geschenkt hat, sondern dass ich zu dem Zeitpunkt das Geld für dieses Spiel bekommen habe von jemandem. Also indirekt hat es mir doch jemand geschenkt. Ja, also als ich mir Hogwarts Legacy gekauft habe, das habe ich mir eigentlich nicht selber gekauft, das hat mir mein Arbeitgeber geschenkt. Also nicht direkt, sondern indirekt, indem er mir meinen Lohn überwiesen hat. Ja, Rainer, ich glaube, die Kritik daran ist eigentlich, wieso du 70 € für ein Videospiel investierst, anstatt in deiner Situation das vielleicht in was Sinnvolleres zu investieren. Ich glaube, das ist hier die eigentliche Frage, ja? Weil du sitzt nämlich da, stinkend faul, gelangweilt in deinen Striemene und bettelst die Leute nach Geld an, ja, weil du dir deine Nachtlager nicht leisten kannst. Aber für Hogwarts Legacy sind 70 € da, oder was? Das ist die Kritik rein. Hageldummer Vollidiot. Und ja, ganz ehrlich, sorry, aber ihr müsst es mal folgendermaßen vielleicht auch betrachten, ne? Solche Sachen. Ich muss überhaupt nichts betrachten. Ja? Schreib dir das mal hinter die, ja, nicht sichtbaren Ohren. Machen wie dieses Spiel hier, wenn ich die als Aufnahme und Video hochlade, ist das für mich keine Ausgabe, sondern eine Einnahmequelle. Einnahmequelle. Meines Wissens nach laufen diese Dinge auf Odyssee. Ich glaube nicht, dass du sehr viel mit diesem stümperhaften Geklicke, was du da veranstaltest, einnehmen wirst. Also ich will es nicht hoffen.
Und ich kann es mir nicht vorstellen. Weil ich letzten Endes mehr von dem Spiel reinbekomme, als ich ausgebe. Zumindest nee. In der Hoffnung. In der Hoffnung, so, ja. Stimmt, kann nicht zuletzt. Ich suche ein Heilmittel für meine Zwillingsschwester Anne, damit sie zurück nach Hogwarts kann. Weil bei Merlin alle anderen Hoffnungen haben. Warum glaubst du, dass du in der Verbotenen hast? Gibt es im Krankenflügel nichts, das Anne helfen kann? Du hast doch gerade da schon Revelio gemacht. Wir haben alles probiert, von Schwester Blaney bis zum St. Mungo. Das geht ein paar Meter weit, wie du sehen kannst. Die Truhe da hinten zum Beispiel, schon wieder Revelio. Du siehst doch die Truhe da hinten. Nee, du siehst es nicht. Jeder andere sieht es. Du, oh Gott, bist du doof. Das finde ich noch heraus. Gib dich nicht so geheimnisvoll. Ach, wo ich gerade die Truhe sehe. Ich wurde von einer netten Person in den Kommentaren darauf hingewiesen, dass ich ihr ein paar Rätsel gespoilert habe. Das tut mir leid. Das habe ich so nicht bedacht. Es ist jetzt natürlich auch schwierig, reines Stümpereien zu kommentieren, ohne vielleicht darauf hinzuweisen. Gut, ich sage jetzt mal zum Beispiel, das Mathe-Rätsel an der Tür hat er gar nicht erst probiert. Da hätte ich es vielleicht nicht spoilern sollen. Ist halt schwierig. Das tut mir jetzt leid für dich, aber ich finde es schwierig, das zu kommentieren, ohne es zu spoilern. Weil man ja erklären muss, was er falsch macht oder was er gerade nicht checkt. Also es tut mir leid für dich. Vielleicht spielst du erst und schaust dir dann meine Commentaries an. Ja, nicht böse gemeint, wirklich nicht. Aber für mich macht es dann schwieriger zu kommentieren und ich muss einiges auslassen und das fände ich schade. Ich hoffe, du hast trotzdem Spaß am Spiel und das wollte ich dir mit Sicherheit nicht madig machen. Es tut mir leid, okay? So, diese komische Kiste, die machen mich immer noch ein bisschen tricky. Aber das Die machen dich tricky. Was macht die tricky oder triggy? Also es macht beides keinen Sinn, aber... Oder es ergibt beides keinen Sinn. Bestimmt noch seinen Zweck. Achso, dass sie dich tricky machen, das hat bestimmt noch seinen Zweck. Dieser ganze Satz ergibt inhaltlich überhaupt keinen Sinn. Jetzt hör auf mit dem Revelio, ich krieg die Krise. Ach komm, du hast das einen halben Meter vorher gemacht. Künste, beeindruckend. So, mich macht's immer noch ein bisschen tricky, dass wir so weit weg sind. Wieso macht es macht dich tricky, dass wir so weit weg sind? Och, Leute. Was ist denn? Ach, die Kamera ist, oder was? Dass wir so weit weg... Nee, die ist ja zu nah dran. Und was ist tricky machen? Triggert dich das? Oder was? Ich verstehe es nicht. Rainer, sprich Deutsch. Also, dass wir so nah an unserem Charakter dran sind. Also, dass wir so weit weg sind? Also, dass wir so nah am Charakter dran sind? Levioso auf die Statue! Levioso! Levioso! Levioso auf die Statue! Levioso! Nein, Levioso! Du hast schon... Ach, du hast das schon tausendmal probiert. Levioso! Triggert mich auch noch ein bisschen. Ah, das triggert... Ey, was sie nicht alles triggert. Hör auf mit dem Video. Ich krieg die Krise. Ach, schau mal. Ach, nö. Sebastian Cello und seine neue kleine Klette erkunden Orte, an denen sie nicht sein sollten. Ungezogen und bald aufgeflogen. Peeves, wag es. Hör auf zu schniefen. Ah, verfluchter Peeves. Ich muss ihn aufhalten oder mir wenigstens eine gute Ausrede überlegen. Kann ich dir helfen? Kann ich dir trauen? Kann ich dir trauen? Ich glaube, den können wir trauen. Warte, ich will nicht, dass du meinetwegen Ärger kriegst. Ich habe ein gutes Händchen mit den Lehrkräften, wenn es um Strafen geht. Außerdem, ich mag Freunde, die in meiner Schuld stehen. Jetzt geh. Viel Glück bei der Suche. Na gut, wo ist der verdammte Poltergeist hin? Ich weiß, mit welchem Zauber ich die Rüstung repariere. Ja. Guck, ob der Rainer das auch weiß. Jetzt muss ich wieder diese Zauber wechseln, ne? Das ist echt nervig. Also ja. Das ist echt noch eine nervige Angelegenheit. Stimmt. Dass man die auch nicht hier runter switchen kann, dass man das irgendwie mit einem Trick drehen kann. Das ist doch, das kann man... bestimmt noch. Ja, es kommt. Echt natürlich kommt es noch. Nein, die malen da einfach nur drei freie Bänke hin, weil das besser aussieht. Idiot. Aber ja, es ist manchmal ein bisschen doof. Das stimmt schon. Man hätte es... Also, mir hat es gefallen, hätte man eine Bank mehr gehabt zum Durchscrollen, wobei das dann auch... Okay. Ja, aber doch, es wäre schon gegangen. Doch. Warte mal kurz.
Aber gern. Okay, das können wir anscheinend noch nicht machen. Reparo. So, das hier war der Reparo-Zauber. Du Fuchs. Reparo. Alter, wie tief geht's denn hier noch? Bis du angekommen bist. Natürlich. Spuren alter Magie. Diese Frau muss doch etwas verbergen. Ja, keuch mir doch die Ohren voll. Das war's. Oh, schau mal. Ein Portal. Wer hätte das gedacht? Lumos. Ah, vielleicht dann jetzt wir die Kisten aufmachen können. Ah, neue Handschuhe. Wo führt sie wohl hin? Tja, wenn du davon nachdenken würdest, dass du einfach den Desillusionierungszauber benutzen musst, damit das Auge dich nicht sieht auch. Das habe ich übrigens schon gespoilert. Also. Oh Mann, wir müssen meilenweit unter der Schule sein. Levioso. Warum zur Hölle Levioso? Why? Das war einfach. Ja. Hatte nur drei Versuche von dir gebraucht, ne? So einfach war das. Das sind Wachen. Vollidiot. Levioso. Boah, Alter. Wow, was war das? Das hat sogar einen Erfolg gegeben. Wow, da ist ja noch einer. Wow, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ja, das machst du meistens nicht. Warum Protego? Jedes Mal wird es an. Jetzt Protego. Tippi geht zum Heilen. Tippi geht zum Heilen. Eingerostet, weil ich gerade erst angefangen habe zu spielen. Ja. Nee. Protego. Vollidiot. Ja. Ich habe gedrückt, aber es hat uns rechtzeitig gehen. Ja, du hättest dich vorher ein bisschen beknackt, dass man das ausweicht, die STRG-Taste benutzen muss. Dann leg sie auf eine andere Taste. Da komme ich mit meinen Schwabbelfingern nicht hin. Ja, mit deinen fetten Schweinsfingern, ja genau. Da kommst du nämlich nicht hin. Einfach einen kleinen Finger mal ausstrecken oder geht das nicht mehr? Klar. Das sind. Oh, okay, schon wieder zu viel. Kann so da rumstümpern. Alter. Alter. Alter Falter. Richtig heftig, richtig Monft, Alter. Okay, man muss da ausweichen. Wenn's rot leuchtet, musst du aus. Jetzt Protego, hey, du bist so ein Vollpfosten. Nein, nicht jetzt. Jetzt! Drücke G zum Heilen. Drücke G zum Heilen. Das ist anscheinend so finnischer, das X und das Y. Deine Beherrschung der alten Magie nimmt zu, wenn du erfolgreich angreifst oder Schaden nimmst. Erfolgreiche Kombos aus 10 oder mehr Treffern erzeugen alte Magieverstärker. Sammle sie auf, um deine alte Magieanzeige zu füllen und einen kleinen Teil Gesundheit wiederherzustellen. Deine Beherrschung der alten Magie nimmt zu, wenn du erfolgreich Angriffe und Schaden nimmst. Also wenn ich erfolgreich Schaden nehme, okay, alles klar. Nein, wenn du erfolgreich angreifst oder Schaden nimmst. Du kannst wirklich kein Deutsch, ne? Das ist Hammer. Wenn mindestens eine Leiste deiner alten Magieanzeige voll ist, kannst du verheerende Angriffe alter Magie entfesseln, die massiven Schaden zufügen und Schildzauber brechen. Tippe X an, wenn du die Aufforderung über dem Kopf eines Gegners siehst. Das sind diese Finisher, die wir gerade gelernt haben. Nee, das ist nicht wirklich ein Finisher, aber... Das sind die ich gerade noch gesehen habe. Das ist ein starker Angriff.
Aber theoretisch kann man damit jemanden finishen, ja. So gesehen. Lumos. Ein Mensch alleine kann doch nicht so unfähig sein. Tego. Glückwunsch, Kasper. Alter! Noch knapper ging die Kiste nicht, oder? Ja, nachdem du beim ersten Mal aktivieren ja nicht gemerkt hast, dass die sich wieder abbaut. Aber wohin? Aber. Bis du mal irgendwas begreifst, ne? Das ist. Friert die Hölle ein. Wir haben gesehen, vorne baut sie's ab, nach hinten baut sie's auf. Das heißt, das ändert sich jetzt wieder. Es baut sich jetzt hin wieder ab und vorne wieder auf. Geschafft. Ich sollte einen kühlen Kopf bewahren. Da kannst du einen Fünfjährigen vorsitzen, ne? Der checkt das sofort. Oh je. Yeah. Ja. Deiner Fähigkeit würde ich das auch so sehen. Ja, bin ich doch mal gespannt, ob wir überrascht sind. Was? Korch. Verreck leise, Junge. Protego. Na gut, von mir geht das nicht. Protego. Der lernt es nie. Protego. Ja, wenn man ein bisschen Übung hat, dann funktioniert es schon. Protego. Ja, ja. Oh, ach komm, ich hab's schon gesagt. Protego. Nicht ausweichen. Protego. Dann machst du wenigstens mit Stupor noch Schaden. Protego. Ach, er rafft es einfach nicht. Es ist Protego. Au. Protego. Ah. Endlich. Was ist unten da rechts? Sind dann schon unsere Zauberkräfte von der alten Magie her. Ja, haben wir alle schon lange verstanden. Es von der alten also Magie rein. Her. Bist du ein Depp? Oh. Noch eine Erinnerung.
Sie wollten mich sehen? Schulleiterin Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isidora Morgenock. Willkommen. Professor Rookwood? Professor Bakar? Ich hörte, Sie gewöhnen sich langsam an das Leben in Hogwarts. Das stimmt. Das freut mich, wenn man bedenkt, wie ungewöhnlich es ist, in der 5. Klasse einzusteigen. Wie es der Zufall will, fing auch ich als Fünftklässler in Hogwarts an. Doch wir scheinen Einzelfälle zu sein. Miss Morgenock, gestern nach dem Unterricht befragten Sie mich nach all den wunderschönen Wirbeln, die Sie vor all den Jahren sahen, als wir Ihr Dorf besuchten. Ich habe Sie alle sofort erkannt. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Wir helfen doch gern. Und ja, ich habe Sie gesehen. Sie waren überall. Mein Vater meinte, ich hätte mir das nur eingebildet, aber Sie wirkten so echt auf mich. Das war keine Einbildung. Percival, Professor Rackham, kann Sie auch sehen. Bisher ist das der einzige bekannte Fall. Ich bin verwirrt, was sind Sie? Geflüsterte Worte oder vielmehr Spuren, die beim Wirken von alter Magie erscheinen. Alte Magie? Kaum jemand ist ihrer mächtig. Hogwarts selbst ist eine Hochburg alter Magie. Wenn ich also Spuren alter Magie sehe, kann ich sie etwa auch beherrschen? Mit der richtigen Anleitung. Aber wir wollen nichts überstürzen, Miss Morgenock. Bevor ich Sie in dieser Magie unterweise, müssen Sie alles andere beherrschen, was Hogwarts bietet. In falschen Händen kann solche Magie großes Leid verursachen. Sie darf nur von Auserwählten genutzt werden. Daher müssen wir Sie bitten, niemandem zu erzählen, was Sie heute erfahren haben. Na, das ist doch definitiv eine sehr interessante Entwicklung. Es sind also schon 3 Leute, die in der 5. Klasse angefangen haben. Es sind Ausnahmefälle, aber... Ja, das ist die interessante Entwicklung. Rainer, ich sehe immer wieder, du hast alles verstanden. Dir entgeht aber auch nichts. Sebastian. Zeig doch. Es geht um die Fähigkeit, alte Magie sehen und nutzen zu können. Nicht darum, dass 3 Leute in der 5. Klasse angefangen haben. Machst mich fertig, Junge. In der verbotenen Abteilung schon wieder. Ich dachte, wir hätten diesen Unfug hinter uns. Nachsitzen reicht bei Ihnen offensichtlich nicht. Ich fürchte, ich muss den Schulleiter informieren. Und abgesehen davon teilte mir Peeves mit, dass Sie heute Abend nicht allein waren. Wenn Sie jemand genötigt hat, dann sagen Sie es mir. Sie sind doch klug. Vergeuden Sie das nicht. Da war keiner. Ich kam allein. Oh, Sebastian. Was wird nur Ihr Onkel sagen? Oh. Es zeigt aber auch, dass wir ihm vertrauen können. Können wir uns jetzt hier frei bewegen? Das sieht so aus. Keine Vertrauensschüler mehr. Ey, wie oft willst du noch diesen Brunnen anmachen? Wirklich. Es ist... Okay. Das sieht doch schon mal sehr interessant aus, auf jeden Fall. Was? Was sieht schon mal sehr interessant aus, auf jeden Fall? Was? Aber Sebastian, tut mir jetzt leid. Ich hoffe, der fliegt jetzt nicht von der Schule. Boah, wow, was ruckelt das denn gerade so? Leere Worthülsen. Ja, das ist schon mal sehr interessant. Blablabla. Was? Ja, die tut überhaupt niemand leid. Das ist vollkommen wurscht. Warum das ruckelt? Weil es gerade lädt. Siehst du die Ladesymbole auf der Tür? Jetzt gerade ruckelt es ganz schön hart. Wieso? Warte mal kurz, ich muss mal kurz in die Aufnahmezeit schauen. 18 Minuten. Lange haben wir nicht mehr Zeit. Ja, stimmt. Zeit. Zeit ist dein Problem. Du hast keine Zeit. Ja. Was hast du denn Wichtiges vor? Hä? Termin beim Amt?
Musst du noch zur Schicht? Ich habe ja das Gefühl, dass wir jetzt zum Professor Fick gehen. Oh ja, sieht so aus. Warte. Aber du bist ja ein richtiges Orakel, ey. Unten links. Kehre zurück zu Professor Fick. So, mein Spinnensinn sagt mir, ich habe das Gefühl, dass wir jetzt wieder zurück zu Professor Fick gehen. Ey. Der ist es ja schon. Glaskugeldrachen am Stiesel. Ich habe jetzt hier gewartet, bis es hell wurde. Alles klar. Der Typ hat zu viel Zeit. Das sage ich jetzt nicht, ne? Es. Komm, wir sind fast fertig. Oh nein. Das kann nicht dir ernst sein. Kobolde und Rockwood? Das ergibt keinen Sinn. Das ist, gelinde gesagt, ziemlich ungewöhnlich. Ungewöhnlich? Es ist unvorstellbar. Es... Ah, Fig. Sie haben Besuch. Mal sehen, was ich herausfinde. Sir, ich konnte die verbotene Abteilung durchsuchen. Sie bei klappt das Mikro hoch. Es war tatsächlich ein Buch, das wir brauchten. Oh Gott. Sie haben sich Zugang zur verbotenen Abteilung verschafft? Wie das? Ach ja, eigentlich will ich es gar nicht wissen. Ja, gut. Eigentlich war das Buch unter der verbotenen Abteilung, wie auf der Karte zu sehen. Ich will alles hören, aber schauen wir erst mal. Hä? Das Buch ist doch verschwunden gewesen. Ach, du Idiot. Oh nein. Was ist eingesackt? Einige Seiten scheinen zu fehlen. Jemand muss das Buch vor uns gefunden haben. Raffsch auch nix. Nun, ich werde die Überreste dennoch untersuchen. Vielleicht finde ich etwas Nützliches, auch wenn es dauern wird. Ich frage mich, warum es hier war, unter Hogwarts. Ich glaube, ich weiß es, Sir. Ich habe bei dem Buch noch zwei Erinnerungen gesehen. Noch ein Denkarium? Bei Godrics Herz. Der Mann, den wir sahen, Percival Rackham, war ein Professor. In der ersten Erinnerung haben er und drei andere Professoren mit alter Magie ein Dorf nach einer Dürre wiederhergestellt. Miriam hatte recht. Und die zweite Erinnerung? Sie sprachen mit einer Schülerin, die im fünften Jahr begonnen hat, wie ich. Sie konnte auch magische Spuren sehen. Warum diese Erinnerung? Vielleicht erklärt das Buch mehr. Jetzt muss ich es mit nach London nehmen. Der Schulleiter bestand darauf, dass ich direkt mit dem Minister über George Tod spreche. Was sagen Sie ihnen über Mr. Osricks Tod? Ich weiß nicht, wie viel ich sagen soll. George wollte das Ministerium von Rannoch überzeugen. Ohne Erfolg. Mein Instinkt sagt mir, wir folgen dem Weg, auf dem wir uns befinden und behalten die Details für uns, bis wir mehr wissen. Verstehe. In der Zwischenzeit sehe ich mich nach den verschwundenen Seiten um. Gut. Vernachlässigen Sie die Schule nicht. Sie machen Fortschritte mit dem Zauberstab. Aber in Kräuterkunde und Zaubertränke sollten Sie gut aufpassen, denn Magie ist mehr als nur Zaubern. Auch ohne Sie wird mir nicht langweilig. Das haben Sie sehr gut gemacht. Ich bin gespannt, was Sie bei meiner Rückkehr erreicht haben werden. Oh, und vernachlässigen Sie Ihre Freunde nicht. Sie werden überrascht sein, wie viel Sie auch von Ihnen lernen können. Ne, Rainer. Okay. An dieser Stelle würde ich sagen, ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Drache. Haut rein und tschö, tschö. Ja, das war's zum Glück wieder. Ja, mal gucken, wie viel Rainer in Zukunft noch von seinen Schweizer Taschenkumpels lernen kann. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Es war schon wieder kurz, aber grauenhaft. Ja, haltet die Hogwarts hoch. Achtet gut, bis ja dann zum nächsten Part. Ich hoffe, er kommt nicht so schnell. In diesem Sinne, Sayonara Matane, Melov.